Hallo, hier ist Philipp. Hier seht ihr mich am 2. April 2017 am Stralsunder Hafen. Nach der Lachs- und Dorschangelei am Tag zuvor wollte ich doch das Heringsangeln auch mal ausprobieren, weil das habe ich vorher noch nie gemacht. Ja, dazu seht ihr mich hier mit meiner Spinnrute, an der ich eine ganz normale kleine DHM-Rolle mit geflochtener Schnur habe, sowie dem Heringspaternoster und natürlich dem Trudelblei am Ende. Ich glaube, um die 30 Gramm hatte das. Heringsangeln ist echt nicht schwierig. Ich habe zwar auch erst ein paar Würfe machen müssen, doch es ist wirklich nicht schwer. Der Vorführeffekt beim Heringsangeln. Einfach die Rute auswerfen, wie hier zu sehen war, mit einem Überkopfwurf. Ein paar Sekunden warten, wenn das Blei auf das Wasser trifft, schnell den Bügel umklappen und dann ähnlich wie bei der Faulenzer-Methode alle paar Sekunden mal ein bisschen Bewegung reinbringen, sprich wenn das Blei auf den Grund gekommen ist, immer mal wieder leicht anheben, leicht einkurbeln. Es war auch ein bisschen Strömung an dem Tag in der Ostsee, so dass die Köder von sich aus auch ein bisschen Bewegung kommen. Dabei immer die Schnur beobachten. Die Schnur muss immer gestrafft sein, damit man weiß, wann der Köder auf den Grund kommt, beziehungsweise dass man Bisse erkennt. Nicht unbedingt an der Rutenspitze, sondern an der Schnur. Wenn die Schnur Zug bekommt, dann hängt da was dran. Holla, da hat es geklappt. Direkt mal ein paar schöne Heringe gefangen. Yay. Gegen Mittag dort vor Ort und um mich herum standen, weiß nicht, hunderte von anderen Anglern. Ich muss etwas Glück gehabt haben, weil an dem Tag war es ziemlich bewölkt und kühl. Trotzdem haben die Heringe ganz gut gebissen und ich habe in 45 Minuten 22 Stück gefangen. Anschließend habe ich sie natürlich weitgerecht versorgt, abgeschlagen, abgestochen und im wirklich sehr praktischen Drahtsetzkescher entschuppt. Mehr Infos zu Fangzeiten und Fangplätzen findet ihr auf meinem Blog.